Grüße und herzlich willkommen bei Busy Bee from Germany, liebe Mitsammler. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wie man unbekannte Barbies identifiziert, und da viele von euch an diesem Thema interessiert sind, mache ich ein Folgevideo zum Thema Identifizierung. Ich habe in meinem letzten Video schon erwähnt, dass es wichtig ist, die Augen der Barbie genau zu beobachten. Es dreht sich alles um die Augen. Dieses Mal nutze ich für euch zur reinen Erklärung nur Bilder. Das ist einfacher. Ich erkläre euch die Unterschiede. Ihr müsst einfach nur zuhören und verstehen. Ganz einfach. Lasst uns mit einer Vintage Barbie beginnen. Sie ist richtig alt, von 1963. Sie hat aufgemalte Augen. Typisch für dieses Gesicht sind die modellierten Augenlider. Die Augenlider sehen etwas aufgequollen aus, als hätte eine Biene zugestochen. Für die Identifizierung der frühen Barbies empfehle ich einen Blick auf den Stempel auf dem Po. Das Herstellungsland muss Japan sein, sonst handelt es sich um eine Reproduktion. Mattel hat in den letzten Jahren viele Repros auf den Markt gebracht. Der nächste Barbie-Typ ist die Mod, moderne Barbie, mit echten Wimpern. Ich hoffe, ihr könnt sie gut erkennen. Das Licht hat mir einen Schatten ins Bild geworfen, den ich hier nicht wollte. Deswegen habe ich zum besseren visuellen Verständnis auch noch ein Bild von einem meiner Reroutes dazu gepackt. Da kann man die Wimpern gut erkennen. Als nächstes kommen wir in die 70er mit der Funtime Barbie. Nachdem die echten Wimpern aus Kostengründen eingestellt wurden, wurden sie nur noch aufgemalt. Die Bilder sind leider nicht perfekt geworden. Die Funtime Barbie hat jeweils drei aufgemalte Wimpern rechts und links auf dem Auge. Die nächste Kandidatin in unserer Reihe ist die Superstar Barbie von 1977. Sie hat auch drei sichtbare Wimpern auf extrem viel hellblauem Lidschatten. Ab Mitte der 80er haben wir plötzlich ganz viele detaillierte Wimpern für ein realistisches Aussehen. Ein anderes Beispiel für viele Wimpern Mitte der 80er ist die Tropical Barbie. Sie sieht anders aus als die Day Tonight eben, hat aber auch viele Wimpern. Jetzt springen wir in die 90er. Ich weiß nicht genau warum, aber die Barbies meiner Kindheit erinnern mich von den Augen her an Manga und Anime. Sie haben nur wenige Wimpern, aber extrem viel Lidschatten. Mitte der 90er wird das Ganze mit der Superschnitt-Barbie ganz extrem hammer, anime-mäßig. Ende der 90er sehen wir wieder sehr viele Wimpern, sehr detailliert zu erkennen. Auch die Iris selbst ist sehr detailliert. Und ein letztes Beispiel kommt noch mit der Leben im Traumhaus Raquel von 2012, die auch echte Wimpern hat, aber eben unrealistisch viele. Einige Sammler-Barbies haben auch so unrealistisch viele Wimpern und sehen damit ganz anders aus als die Mod-Barbies aus den späten 60ern. Ich hoffe, dieses Video ist für den einen oder anderen hilfreich. Danke fürs Reinschauen. Jeden Freitag kommt ein neues spannendes Video für euch. Und um diesem Kanal zu helfen, schickt mir gerne eure kaputten Barbies. Danke!